Ich möchte in diesem Video jetzt über die wesentlichen Prinzipien bei der Gestaltung von REST-Schnittstellen sprechen. Wir wissen ja, dass wir die Ressourcen erreichen können mit einer bestimmten URL und dass wir dadurch auf die Informationen, die hinter der Ressource steht, kommen. Eine Ressource steht meistens für eine Tabelle in der Persistenzschicht, das heißt, so wie hier unten dargestellt, wir können uns vorstellen, dass hinter einer URL vielleicht die Bestellungen stehen oder die Kundendaten oder die Produkte, die hier in diesem Webshop möglicherweise, wenn es ein Webshop ist, verfügbar sind. Und damit kann ich sozusagen gleichartige Daten, also alles, was eine Bestellung ist, Kunde ist, Produkt ist oder was auch immer eine Rolle spielt, erreichen. Und ich kann mir durch diese Zeichenkette in der URL das entsprechend spezifizieren, welche Ressource ich erreichen möchte. Und dann könnte es natürlich auch wichtig sein, dass ich einzelne Objekte erreichen möchte. Also, dass ich nicht immer alle Bestellungen mir herunterladen möchte von der Ressource, sondern dass ich eine spezielle Bestellung adressieren möchte, also die Bestellung 23. Dann würde ich das in der URL mitteilen und nach dem Orders ein Schrägstrich und die Nummer 23 für die ID der Bestellung, die mich interessiert, mitteilen, mitgeben in der URL. Und dann würde ich nur die Bestellungsdaten zurückbekommen, die die Bestellung 23 betreffen. Ganz genauso kann ich das bei den Kunden machen. Wenn ich mir den Kunden 42 wünsche, dann teile ich das in der URL mit über Schrägstrich 42 und dann bekomme ich nur die Kundendaten von Kunden 42. Genauso wie auch für die Produkte, auch dort kann ich speziell einzelne Objekte adressieren. Und das ist ein weiteres, zweites Grundprinzip, um REST-Schnittstellen zu gestalten, dass ich nämlich einzelne Objekte adressieren kann durch das Anhängen der ID dieses Objektes nach einem Schrägstrich, nach dem Namen der Ressource. Also hier in diesem Fall Orders, Customers oder Products. Jetzt hatten wir einzelne Objekte, die erreichbar sind. Und jetzt könnte es sein, dass bei diesen einzelnen Objekten auch andere Objekte in Beziehung stehen. Also beispielsweise, wie hier im ersten Fall, bei der Order, bei der Bestellung Nummer 23, habe ich vielleicht mehrere Produkte enthalten. Und ich möchte jetzt vielleicht wissen, welche Produkte waren in dieser Bestellung Nummer 23 enthalten. Und dann kann ich hier hineintraversieren mit der Angabe, dass ich mir die Products aus eben dieser Bestellung wünsche, aus eben dieser Bestellung Nummer 23. Und da hänge ich dieses Products an die ID der Bestellung und bekomme dadurch die Produkte, die nur mit dieser Bestellung in Beziehung stehen. Genauso auch bei den Kunden. Dort könnte mich interessieren, welche Bestellungen der Kunde Nummer 42 gemacht hat. Und dann würde ich nach der ID 42 Orders anhängen und das weist darauf hin, dass ich hier an den Bestellungen interessiert bin, die dieser Kunde Nummer 42 gemacht hat. Genauso auch bei den Produkten. Dort könnte vielleicht interessant sein, in welchen Bestellungen die Produkte enthalten sind. Und dementsprechend würde ich Orders anhängen an die ID, an die Bestellung Nummer 39 und damit dann alle Bestellungen erhalten, die für das Produkt 39 ausgelöst wurden. Und jetzt könnte man vielleicht verleitet sein, dieses Traversieren in diese Objektstruktur hinein unendlich fortzusetzen. Hier sollte man aber praktisch nicht zu komplex die Strukturen aufbauen, sondern man sollte es einfach halten, also beispielsweise hier diese zwei Ebenen abfragbar machen, die hier auch dargestellt sind. Das ist praktisch vertretbar, aber ein tieferes Hineingehen in die Datenstruktur sollte vermieden werden. Dann sollte eher danach gesucht werden, dass man im Client andere Möglichkeiten findet, um dort in die Objektstruktur hineinzugehen, um also sich dann wieder an anderen Stellen die IDs von Objekten zu holen und dann wieder ausgehend von der Ursprungsressource in die Daten hineingeht. Sie sehen ebenfalls bei der Gestaltung von der REST-API, dass wir hier Substantive verwendet haben, also die Substantive, die dafür sprechen, dass wir
uns für bestimmte Objekte in der Datenbank interessieren. Stellung, Kunde, Produkt. Bei dem Aufruf von URLs haben wir nicht nur die Möglichkeit, dass wir die URL gestalten können, sondern dass wir auch Parameter mitgeben können. Und das Mitgeben von Parametern wird genutzt, um beispielsweise Filterkriterien mitzugeben. Filterkriterien, um eben vom Server, von der Ressource, nicht immer alle Daten abzufragen, also beispielsweise nicht die gesamte Bestellungsliste oder nicht die gesamte Kundenliste, sondern um vielleicht auch Einschränkungen zu machen auf den Bereich, die in der Ressource enthalten ist. Sie sehen das hier unten, da werden beispielsweise nur die Bestellungen abgefragt, bei denen das Produkt Nokia Phone bestellt wurde. Oder die zweite Abfrage geht auf die Ressource der Kunden und dort interessiere ich mich nur für die Kunden, die in Berlin wohnen. Und hier habe ich noch einen weiteren Parameter verknüpft mit dem Kaufmannsund. Es soll auch die Straße Badstraße gelten für diese Kunden. Also mich interessieren nur die Kunden in Berlin, die auf der Badstraße wohnen. Oder in der dritten URL, da interessieren mich nur die Produkte, die von dem Hersteller CoolFab hergestellt wurden. Was habe ich davon? Ja, ich kann, wenn ich an bestimmten Filterkriterien interessiert bin, also wenn ich mir im Client schon eine bestimmte Auswahl an Produkten oder Bestellungen oder Kunden wünsche, kann das dem Server mitteilen, kann dem gleich sagen, bitte teile mir als Antwort nur die entsprechenden Kunden mit der Einschränkung durch den Filter mit. Dann wird in der Datenbank, in dem Repository bereits dieses Filtern erledigt. Es werden nur die entsprechenden Objekte von der Datenbank zurückgeliefert und dann auch über das JSON-Dokument zurück über das HTTP-Protokoll zurückgeliefert an den Client. Das spart mir dann einerseits Übertragungskapazität. Ich muss nicht so viele Daten übertragen, die ich dann vielleicht wieder wegwerfe, weil mich eine ganze Reihe von Kunden oder Bestellungen nicht interessieren. Und ich spare mir natürlich auch für dieses zweite Filtern Verarbeitungszeit auf dem Client, weil ich dann nicht nochmal über die Daten gehen muss und mir das Relevante raussuchen muss. Ich lasse mir gleich auf dem Server die relevanten Daten heraussuchen und kann damit schneller zu dem Ergebnis kommen, was mich im Client interessiert. Wichtig wäre noch anzumerken, dass es sich natürlich hier um einzelne Parameter handelt. Also ich kann nur angeben, den Parameter Product beispielsweise ist gleich Nokia Phone und ich kann jetzt keine Vergleiche mit oberen oder unteren Schranken einfügen, also beispielsweise kein kleiner als, kein größer als. Das müsste ich dann formulieren über zwei verschiedene Parameter, beispielsweise untere Schranke, obere Schranke und das dann an den Server mit übergeben. Und der würde dann daraus eine Abfrage auf der Datenbank machen, in der die beiden Parameter transferiert sind in diese beiden oberen und unteren Schranken. Ja, so viel zur Gestaltung von REST-APIs, zu den Möglichkeiten, zu den Einschränkungen und auch zu dem, was man noch mit Parametern zusätzlich hier an Filtern beispielsweise abbilden kann.